Ja, herzlich willkommen wieder bei Grobi TV, unserem Heimkino-Kanal. Ich bin hier bei LG auf der Convention. Ist das richtig? Convention 2020? Das ist korrekt. Dies ist ja keine Roadshow, sondern eine feste Veranstaltung hier in Frankfurt. Ja, und wer das sagt, das ist wer? Ich bin Gerald Strömer, ich bin im Produktmarketing HE und da der Produktspezialist. So, also genau der richtige Mann, der mit mir hier das ganze Thema der neuen Fernseher, nämlich die hier unter anderem vorgestellt worden sind. Es gibt auch Küchengeräte, so wie tolle Waschmaschinen, wo zwei Waschmaschinen einer sind. Also das haben wir auch hier. Aber wir wollen uns natürlich über das neue, wie sagt man so schön, Line-Up unterhalten. Da hat sich einiges getan. Und was sind so die Schwerpunkte? Ich habe hier einige Bilder mal gemacht, die will ich ja mal zeigen. Schwerpunkte für uns sind sicherlich primär die GX-Serie, die so ein bisschen neben der CX-Serie dieses Jahr den Löwenanteil stellen wird im Geschäft. Wir zeigen hier auch den Rollable, das hast du sicherlich schon gesehen, der soll jetzt dieses Jahr final wirklich, wirklich in Handel kommen. Wir haben das 8K-Line aber erweitert, zeigen hier auch die kleineren, die neuen Varianten, den 77 Zoll 8K, die NanoCell 8K-Geräte. Aber ich denke, die wirklich interessanteste Neuerung sind die GX-Serie und natürlich auch hinter uns der 48 Zoll OLED, dass wir erstmals die 55 Zoll Grenze unterschreiten. Also das waren schon eine ganze Menge Stichworte. Wollen wir mal vorne anfangen mit den, wir sind zwar das sogenannte OLED-Kompetenzcenter, aber eins muss man sagen, 2019 hat uns die Nanotechnologie, die bei LCD jetzt hier entwickelt worden ist, ziemlich überzeugt. Und das ist auch weiter ausgebaut worden. Ich würde gerne mal bitten, Nano, was kann man sich darunter vorstellen, was sind die wesentlichen guten Eigenschaften? Weil das ist ja hier echt ein Schwerpunkt geworden. Es ist ja einiges Neues an neuen Modellen vorgestellt worden, auch in verschiedenen Größen. Wir haben zum einen, wie du gesagt hast, das Größenportfolio ein bisschen ausgeweitet. Wir bewegen uns im Nanocell-Bereich zwischen 86 und 49 Zoll. Nanocell ist vergleichbar mit ein paar anderen Technologien am Markt, soll vom Prinzip eine besonders hohe Farbreinheit, eine besonders naturgetreue Reproduktion von Farben garantieren, sodass ich quasi im LCD-Bereich ein möglichst hochwertiges Bild bekomme. Das kombiniert mit der, gerade in den Top-Bereichen im 8K-Bereich, mit den Top-Modellen im 8K-Bereich, mit der besten Backlight-Ansteuerung, die wir leisten können. Das war, wenn man ehrlich ist, ein bisschen manchmal ein kleiner Schwachpunkt in der Vergangenheit. Da haben wir weiter dran gebaut. Und ich hoffe doch stark, dass das Ergebnis noch überzeugender ist als im letzten Jahr. Also mir ist aufgefallen, bei dem ganz Großen, der erste war mit der entsprechenden Technik, den wir bei uns auch ausgestellt haben, dass da so über die Ausleuchtung hier eigentlich nicht gemeckert werden musste, weil wir haben gerade gesagt, Backlight heißt, es ist also die gesamte Fläche mit LEDs ausgestattet. Es kommt eben nicht das Licht von den Seitenrändern, sondern eben über die gesamte Fläche. Gilt das für alle Nanogeräte? Bei den Nanocell-Geräten nicht ganz. Also wir haben in den Top-Bereichen bei den 8K-Geräten sowieso und bei den, ich sag mal, im oberen Bereich der Nanocell-Produktfamilien haben wir ein Full Array Local Dimming in verschiedenen Ausbaustufen, also was die Anzahl der Dimming-Zonen angeht. Im unteren Nanocell-Bereich haben wir in der Tat Edge-LED, weil da eher Wert drauf gelegt wird, möglichst schlanke Geräte zu produzieren. Das ist eine strategische Entscheidung aus Korea. Und bei den UAD-Geräten, also ohne Nanocell, da sind wir dann in der Regel bei der Verwendung von Direct-LEDs, also ganz regulären Direct-LEDs, also wie ein Full Array Local Dimming, nur halt mit weniger Dimming-Zonen. Okay, wir haben das Thema 8K ja schon erwähnt. Wir kommen da gleich nochmal wegen dem Thema OLED. 8K hat jetzt gerade wieder eine ganze Menge Diskussion gegeben. Die Koreaner sind schon großer Fan davon. Generell habe ich das Gefühl, sind die Asiaten großer Fan von 8K. Die Fernseher werden immer größer. Es muss einiges an Aufwand betrieben werden, damit wir das schöne deutsche Fernsehsignal, was ja gerade mal mit 720p kommt, da überhaupt mal einigermaßen auf die Höhe bekommen. Was tut da LG in dem Fall? Wir haben an der Prozessor-Power weitergedreht, also wir werden jetzt die Alpha 9, also bei den 8K-Geräten explizit eine Spezialversion vom Alpha 9-Prozessor. Also, lass ich mal von vorne anfangen, Alpha 9, Alpha 7-Prozessoren sind jetzt in der dritten Generation in den Geräten verbaut. Und bei den 8K-Geräten haben wir eine spezielle Variante des Alpha 9-Prozessors, der noch ein bisschen einen separaten Chip dabei hat, der halt speziell fürs Upscaling zuständig ist und das Upscaling besonders gut macht, weil es dürfte jetzt euch und euren Kunden keine Neuigkeit sein, dass 8K, native 8K-Quellen ziemlich durch Abwesenheit glänzen heutzutage noch, um das mal so auszudrücken. Das heißt, ich bin auf gutes Upscaling angewiesen. Wir waren letztes Jahr sehr überzeugt von dem, was der Z9 geleistet hat, also der 88er OLED. Der gleiche Prozessor steckt aber letztes Jahr auch schon im SM99, den du gerade angesprochen hast. Und dieser Prozessor ist dieses Jahr nochmal ausgebaut worden. Wir haben die komplette externe Hardware, die wir letztes Jahr noch für die Dekodierung von Streamingquellen ausgelagert haben in externe Boxen, diese sogenannten 8K Upgrader Box. Die haben wir jetzt ins Gerät zurückgebracht. Das heißt, ich habe in der Tat wieder ein ganz normales, sauberes Fernsehgerät ohne externes Zubehör, was mir die Rückseite verschandelt. Und ich mache das alles im Gerät. Und insgesamt ist die Upscaling-Performance nochmal gesteigert worden. Und wir setzen natürlich auf AI-Upscaling.
ich muss ein bisschen lächeln, weil AI immer so ein sehr vollmundiger Begriff ist. Künstliche Intelligenz, natürlich steckt in diesen Geräten keine echte künstliche Intelligenz, klar. Aber es ist halt ein Marketing-Schlagwort, was jeder verwendet, wir natürlich auch. Es läuft aber darauf hinaus, dass die Geräte in der Tat mitlernen. Sie bekommen dieses Jahr Updates zugespielt, sodass halt die Selbstoptimierung durch den Prozessor immer besser wird. Je mehr Signalquellen, je mehr Inhalte halt bekannt werden den Geräten oder halt eben der zentralen Datenbank, desto besser werden die Geräte im Laufe der Zeit. Also selbst lernen. Was lernen die? Die lernen, wenn ich das richtig verstanden habe, unter anderem die Bewegungen, wo bewegt sich was vielleicht hin, wie kann man das dann optimieren, in horizontal, vertikal, solche Geschichten beispielsweise? Genau, zum Beispiel. Beziehungsweise auch generell, dass ich sage, okay, wie kann ich eine bestimmte Quelle oder einen bestimmten Inhalt hochrechnen, ohne dass in dem Moment in Echtzeit das gemacht werden muss. Dass ich vielleicht schon ein paar Vorgaben habe, was mir das erledigt, was mir das erleichtert, sorry. Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, wie das im Detail funktioniert, werde ich nicht kommunizieren können, weil das Betriebsgeheimnisse sind, die auch SHQ nicht verlassen, muss man mal so sagen. Ja, so ist es. Ich war ja letztes Jahr in Korea auf dem Campus, wo eine ganze Menge Leute sich eine Menge Gedanken über das Thema machen. Es sind ungefähr 10.000 Leute dort beschäftigt, die sich nur Gedanken machen über die Zukunft des Fernsehens, der Waschmaschine und was nicht alles sonst noch für tolle Geräte es dort gibt. Also es ist ja schon eine Riesentruppe. Was ist mit dem Thema HDMI 2.1? Ich habe da Anfang des Jahres schon ein bisschen Kopfschmerzen gekriegt. Es ist aber so, dass LG HDMI 2.1 schon mit verbaut, richtig? Ja. Wir haben das letztes Jahr in dem kompletten OLED-Lineup und im Nanocell-Lineup schon verbaut. Dieses Jahr sind wir ein bisschen differenzierter unterwegs. Alle Top-Geräte sind mit 4 HDMI 2.1 Schnittstellen ausgestattet, vollwertigen. Da gibt es halt eben dann im unteren Bereich des Nanocell-Portfolios wird das dann zweimal HDMI 2.1, zweimal HDMI 2.0. Und die UHD-Geräte sind dann halt nur noch mit 4x HDMI 2.0 ausgestattet. Die klassischen nicht Alpha-Prozessor bestückten Geräte haben halt eben nur noch 4x HDMI 2.0 Schnittstellen. Also ich wäre ja schon dankbar, wenn ich eine 2.1 Quelle hätte. Da wollen wir mal gucken. Aber ist natürlich interessant, da können wir direkt mal weitergehen. Ich habe ein paar Aufnahmen, die blende ich mal kurz ein. Hier nebenan ist ein Bildschirm, 48 Zoll ist genannt worden. Das heißt, es gibt ein OLED, das springen wir jetzt mal zum Thema OLED. Ich bin sehr dankbar, dass es ein OLED mit 48 Zoll gibt, weil für mich ist das der typische Schlafzimmerfernseher jetzt. Ja, also das ist genau die richtige Größe, wo ich auch OLED-Qualität bei mir im Schlafzimmer genießen kann. Und dann ist das aber auch hier kombiniert mit dem Thema Spiele, weil ihr habt da eine Kooperation und da sollten jetzt alle Spielefans mal sehr hellhörig werden. Wir sind momentan der einzige TV-Hersteller, der TVs anbietet, die NVIDIA G-Sync zertifiziert sind. Die Geräte sind auch für AMD FreeSync tauglich, aber als Launchpartner, das ist NVIDIA, weil sie auch im Grafikkartenmarkt, im PC-Bereich dominieren. Wir haben das letztes Jahr angefangen, Ende letzten Jahres haben wir für die BC- und E-Serie ein Software-Update, ein Firmware-Update ausgerollt, kurz vor Weihnachten, ich glaube 20. Dezember rum, was die Geräte G-Sync-fähig gemacht hat. Die diesjährigen OLED-Geräte bis auf die ZX, RX und die Wallpaper-Serie sind G-Sync-fähig. Das heißt, ich habe in der Tat eine 4K-Zuspiele mit 120 Bildern pro Sekunde. Ist momentan, da es halt im Grafikkartenmarkt nur Grafikkarten gibt, die eine HDMI 2.0-Schnittstelle verbauen, nur mit einem Trick möglich, dass wir über ein Chroma-Subsampling 4.2.0 rangehen und somit 120 Bilder realisieren können. Sobald aber NVIDIA und AMD dieses Jahr dann HDMI 2.1 Schnitt, also Grafikkarten rausbringen, die mit 2.1 Schnittstellen bestückt sind, werden diese Geräte und auch die OLEDs und Nanocells vom letzten Jahr, die auch HDMI 2.1 Schnittstellen haben, automatisch mit 444 durchschalten und halt eben 120 Bilder bei 4K-Auflösung stemmen können. Und das ist halt eben schon, gerade in Kooperation mit G-Sync, ein sehr, sehr interessantes Feature, wenn man das mal gesehen hat, wie flüssig das läuft. Und du sagtest gerade, das ist ein schöner Schlafzimmer-TV, bin ich bei dir. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir vor 3 Jahren meinen letzten OLED zugelegt. Ich spiele jetzt wieder mit dem Gedanken, mir den nächsten zu holen, nämlich den 48 und den stelle ich mir auf den Schreibtisch. Und dann wird auch mal mein Gaming-Rechner wieder ein bisschen eine Verjüngung erfahren. Aber wenn ich mir das überlege, der 48er hat ja nur, in Anführungszeichen, nur 4K-Auflösung. Aber die PPI-Auflösung ist ja im Endeffekt fast schon vergleichbar wie mit dem 88 Zoll 8K. Da kann ich wirklich auf Schreibtischdistanz dran sitzen und sehe kein Pixelraster und das Ding ist absolut flüssig, das ist schon ein Träumchen. Also ich muss ja sagen, der eine oder andere fragt ja, was habe ich denn da für einen Bildschirm immer bei mir im Hintergrund schon mal stehen? Das ist ein 49 Zoll, das ist dahinter, der gebogene da, den habe ich ja bei mir stehen. Der 49 Zoll ist allerdings auch schon eine Größe zum Schneiden. Ich bin froh, dass ich einen Stuhl habe, der Rollen hat. Da muss ich schon mal von rechts nach links rollen, wenn ich mal das eine oder andere schneiden will. Aber es macht Spaß und es ist von der Auflösung, es ist ein Traum, gar keine Frage. Okay, das heißt ja aber auch für alle die jetzt so mit einem Thema PlayStation und Co.
schon ein bisschen liebäugeln für Jahresende. Das sind ja dann auch Standards, die von diesen Spielekonsolen mit unterstützt werden. Ist doch richtig, ne? Das ist korrekt. Wir unterstützen ja bei den Geräten, das hatten wir letztes Jahr auch angefangen, dass wir schon VR und ALLM unterstützen. Das war bei der PlayStation 4 Pro, war das noch in Anführungszeichen Perlen vor die Säue. Bei der Xbox One X hatten wir ja schon den Vorteil, dass die beide Features, HDMI-Features erkannt hat. Sobald ich die an einem letztjährigen Fernseher schon dran hatte, erfolgt ein digitaler Handshake. Das kriege ich auch angezeigt auf dem Display. Die Xbox zeigt mir es auch im Menü an. Da sieht es halt eben mit Variable Refresh Rate und Auto-Low Latency Mode, die entsprechende Bezeichnung bei Microsoft natürlich, aber die Geräte miteinander so gekoppelt sind und halt eben das automatisch läuft. Nun muss man fairerweise sagen, du sprichst an die nächste Generation von Spielkonsolen, natürlich, die werden dazu kompatibel sein. Der Punkt ist natürlich nur der, eine Spielkonsole, das klingt jetzt vielleicht arrogant, aber wird diese Fernseher nicht auslasten. Deswegen haben wir halt eben hier drauf bei dieser Gaming-Ecke einen High-End-Gaming-Rechner mit Nvidia-Grafikkarte mit einer 2080 Ti stehen. Weil selbst die nächstjährigen Konsolen, die werden nicht viele Spiele 4K-Auflösung, 120 Bilder pro Sekunde durchschieben können. Aber ich kann halt eben dadurch, dass ich VR habe, kann ich halt eben bis zu 120 Bilder gehen. Wenn der Handshaker folgt und beide mit 80 Frames arbeiten, ist das auch schick. Ich habe halt kein Tearing mehr und das ist ja schon mal ein Riesenfortschritt. Es wird einfach Ease of Use, die Nutzerfreundlichkeit erhöht sich durch solche Features. Selbst wenn ich in Anführungszeichen nur ein Consolero bin, werde ich definitiv von den Geräten profitieren können, weil ich halt einfach entspannter spielen kann und mir keine Sorgen machen muss, ob ich halt wirklich flüssiges Gameplay bekomme. Ich bekomme es. Okay, wir freuen uns. Nächstes, OLED, weiter. Wir haben natürlich weiterhin Größen und das ist jetzt die 48, haben wir gesagt. Weiterhin gibt es 55, 65, 77. Das sind die Größen, die wir kennen. Da hat es auch so im Detail das eine oder andere getan. Was kann man da im Detail sagen? Eine geile Frage. Ja, gemeine kleine Frage. Nee, was halt neu ist, wie schon erwähnt, ist 48 Zoll und 4K. 55, 65 Zoll hat sich eigentlich nichts getan. Das sind weiterhin die bekannten Größen mit bekannter 4K-Auflösung. Im 77 Zoll Bereich hat sich was getan, weil wir jetzt dieses Jahr halt auch den ersten 77 Zoll OLED in 8K-Auflösung anbieten. Der halt auch ein normales Standgerät ist, den ich halt VESA-Wand montieren kann oder halt mit unserer integrierten Slim Bracket Wandhalterung flach an die Wand bringen kann. Nahtlos oder gapless, wie man so schön sagt. Aber ansonsten hat sich in dem Bereich größen- und technologiemäßig nichts getan, was die Auflösungen angeht. Aber es hat sich der Prozessor verändert, aber das haben wir am Anfang schon gesprochen. Genau, das stimmt. Der wurde halt wieder aufgebohrt. Wie gesagt, wir sind jetzt bei den Gen 3 Prozessoren, alle OLEDs bis auf die BX-Serie, die wir irgendwann in der zweiten Jahreshälfte bringen werden, verbaut den Alpha 9 Prozessor, Gen 3. Die 8K-Modelle halt eine Spezialversion von diesem Alpha 9 Gen 3, die nochmal leistungsfähiger ist. Als Gesamtpaket, als Hardwarelösung. Alle Nanocells verbauen den Alpha 7 Prozessor Gen 3, bis auf die 8K Nanocells. Die haben ebenfalls den Alpha 9 Gen 3 8K, also den leistungsstärksten. Sprich, alle 8K Geräte bei uns haben dieselbe Hardwareplattform. Der 88Z10 ist genauso leistungsfähig wie ein Nano 99, was den Prozessor angeht. Hauptunterschied ist natürlich ganz klar das Panel. Und so gut auch so ein Premium LCD ist, der 88er sieht halt noch ein bisschen schicker aus. Also. Ja, ist bei uns auch alles, kann man sich alles anschauen, ist allerdings gefährlich. Dann müssen wir noch mal eben festhalten, dass bezüglich der, was haben wir gehabt? Sie haben die OLEDs haben wir jetzt gehabt, das war das. Wir haben Designstudien haben wir hier gesehen. Also diese Designstudien, wobei das keine Studien sind, sondern es ist definitiv ernsthaft geplant, diese verschiedenen Beispiele von Installations- oder Aufstellmöglichkeiten zu bringen. Es gibt eine Kooperation mit der Firma Spektral. Was hat es damit auf sich? Die Kooperation mit Spektral läuft ja schon seit geraumer Zeit. Wir haben jetzt seit über einem Jahr, bieten wir zum Beispiel, wie hinter uns zu sehen, für den Wallpaper spezielle Racks an, so ein Signature Air Rack, wo halt diese All-in-One-Box geschickt verborgen wird, sodass das super elegant aussieht. Bieten auch schon seit geraumer Zeit spezielle Racks an für normale Standgeräte. Dieses Jahr ist die Kooperation nochmal ausgeweitet worden, weil wir für diese neue GX-Serie, die ja zur Wandmontage gedacht ist, primär, die ja mit dieser integrierten Slim Bracket Wandhalterung kommt, die ich nahtlos an die Wand bringen kann, wie gesagt, ist primär als Wandhalterung gedacht. Wer jetzt aber sagt, ich möchte mein Gerät aber lieber hinstellen, kann entweder von uns irgendwann optionale Mini-Standfüße kaufen oder halt eben eine der Spektrallösungen nehmen, die wir in verschiedenen Designs vorgestellt haben. Entweder als Standalone mitten im Raum oder halt eine flachere Lösung, wo ich es auf ein klassisches TV-Möbel draufstellen kann.
mit ohne Soundbaraufnahme. Also da gibt es eine große Bandbreite von Lösungen, die halt separat verkauft werden. Und das gibt es ein gewisses Kooperationsprogramm. Ich habe gesehen, es gibt eine extrem flache Soundbar, die war dort auf untereinander. Die kommt auch wirklich auf den Markt? Das ist zumindest jetzt ganz fest geplant. Wir werden sie jetzt am Anfang des Jahres, also Anfang des Jahres ist ja schon durch, aber für uns beginnt Anfang des Produktjahres im April, sage ich mal. Da kommen die ersten neuen Produkte auf den Markt. Zu dem Zeitpunkt wird sie noch nicht mehr dabei sein. Sie wird in der zweiten Jahreshälfte kommen. Das ist die sogenannte GX-Soundbar oder G10-Soundbar. Werde ich mich wahrscheinlich noch ein paar Mal verhaspeln, weil das GX so dazu verleitet, ein X zu sprechen, ist aber als römische Zahl gedacht, 10. Also in der klassischen Tradition C7, C8, C9, C10. Also diese G10-Soundbar ist speziell für den 65 Zoll G10 auch gedacht. Ist genauso breit, ist genauso tief, also an der maximalen Stelle 19,9 mm tief, 2 cm. Kommt mit einem kabellosen Subwoofer und soll definitiv in der zweiten Jahreshälfte kommen. Okay, und es ist so, dass also auch das Thema Dolby Atmos, DTS:X ist, glaube ich, auch dabei, oder nicht? Habe ich nicht ein DTS:X-Logo gesehen? Ich meine ja, ne? Da war doch noch was mit DTS oder DTS-Logo, ja, war da, ne? Ja, die hat auch ein Atmos-Logo. Bin ich aber selber gespannt, wie dann wirklich der Sound wirklich ist. Weil was wir hier zeigen, ist in der Tat das gleiche, es ist kein Mockup, sie funktioniert ja, hast du ja vielleicht gehört. Aber diese Soundbar, diese spezielle Soundbar-Sample hatten wir schon auf der CES im Einsatz, haben wir jetzt hier zum Glück in Deutschland, dürfen es danach gleich nach Spanien weiterreichen. Also die wird momentan gut rumgereicht, weil es halt eben jetzt noch nicht in die Massenfertigung geht, sondern halt erst zur zweiten Jahreshälfte kommt. Da haben wir auch noch überhaupt keine Pläne, wann das ist. Ich sag mal, bei sowas bietet sich immer die IFA an. Ist einfach nur Bauchgefühl, ist aber mein persönliches Bauchgefühl. Ob die dann vorher noch kommt, Juli, August, werden wir sehen. Aber sie soll Dolby Atmos können. Wie gut sie das kann im Vergleich zu einer, zum Beispiel einer DSN11, die ja schon Abfeuerungsspeaker mitbringt, die integrierten Realspeaker mit oder die Realspeaker im Lieferumfang schon hat, die wird wahrscheinlich einen deutlich besseren Atmos-Effekt leisten können, keine Frage. Ist aber halt eben auch deutlich mächtiger, breiter, tiefer, stärker, schwerer. Ich glaube, die G10 Soundbar ist mehr als Designobjekt gedacht. Dass ich wirklich sage, ich möchte eine super elegante Installation haben. Ich habe einen super minimalistischen Raum, ich habe diesen 65 Zoll Fernseher an der Wand, schattenfrei und habe darunter die Soundbar, die im Stil genau dazu passt. Dafür ist sie wahrscheinlich primär gedacht und weniger für die Audio-Enthusiasten, die sagen, ich möchte aber den perfekten Sound, den ich mit einer Soundbar erreichen kann. Dafür ist sie nicht gedacht, muss man ganz ehrlich sagen. Das sind doch mal offene Worte. Schattenfrei kann ich auch noch nicht bei Fernsehern, das ist auch ein schöner Begriff, aber ich habe es jetzt verstanden, wofür das ist. Es gibt auch dann noch Lautsprecher für hinten, um das Ganze nämlich drahtlos noch zu nutzen. Das wäre also noch ein Set, was es dann noch teilweise nachrüstbar gibt, sollte man auch der Form halber erwähnen. Ne? Richtig. Das ist das SPK8 Respeaker Kit, was wir seit 2 Jahren anbieten, effektiv. Das haben wir erstmal 2018 bei 2 Soundbars, bei der 10er und 9er Soundbar mit optional angeboten. Letztes Jahr waren wir dann so weit, dass sämtliche Soundbars von uns, die ein Y in der Kennung hatten, und das waren alle, kompatibel zu diesem Rear-Speaker-Kit waren. Ich musste es mir natürlich trotzdem optional kaufen. Das Prinzip ist dieses Jahr beibehalten. Jede Soundbar, die ein Y im Namen führt, ist kompatibel zu diesem gleichen Kit, was ein UVP von 180 hat und entsprechend günstiger am Markt mittlerweile auch zu haben ist, weil es ein gestandenes Produkt ist. Wir haben dieses Jahr eine Abweichung von dieser Linie, dass wir halt mit der DSN11 Soundbar, die bringt, also nicht integriert, ich bin ja versucht, integriert zu sagen, die bringt eigene Rear-Speaker mit, die sind neu entwickelt worden, explizit für diese Soundbar, sind deutlich größer, haben deutlich größeres Volumen, sind Front-Firing wie die alten, aber auch Up-Firing. Das heißt, ich habe von der Soundbar und von hinten Höhenlautsprecher, die halt dafür sorgen, dass ich einen realistischeren Eindruck von einem echten Raumklang habe. Und im Unterschied zu den SPK-8 Realspeakern, also dieses SPK-8-Kit bestand aus beiden Lautsprechern und einem zentralen Empfängerverstärker. Der war kabellos mit der Soundbar verbunden und ging dann mit Klingeldraht zu den beiden Realspeakern. Die aktuellen oder diese neuen Realspeaker für die DSN11 sind halt eigene Aktivlautsprecher. Das heißt, ich stecke die nur noch an die Steckdose an. Das war's. Die verbinden sich direkt mit der Soundbar. Das heißt, ich spare mir diesen zentralen Empfängerverstärker, was natürlich auch die Installation noch mal ein Stück erleichtert. Und wie gesagt, der Sound ist besser, deutlich besser. Sehr schön zu hören. Auch das können wir zeigen, das haben wir auch. Was mir noch einfällt, bevor wir noch mal zu den Rollbaren gehen, weil der begleitet ja uns ja mittlerweile auch schon seit 2 Jahren, der rollbare OLED. Hat sich noch etwas geändert im Bereich Dolby Atmos, Quatsch, Dolby Vision, HDR? Sind da noch irgendwelche Sachen? Ist das Panel noch mal etwas verändert worden, was Helligkeit vielleicht angeht, was so Themen angeht? Oder was haben wir da? Vielleicht noch mal in kurzen, knappen Worten an technischen Features bei den OLED-Fernsehern.
Also generell bei den OLED-Fernsehern hat sich an der Panel-Technologie nichts geändert. Wir haben dieselbe Spitzenhelligkeit, die ja 2019 im Vergleich zu 2018 ein Stück runtergenommen wurde, um uns halt eben an die Spezifikation von LG Display zu halten, die Vorgaben, die der Panel-Hersteller selbst gibt. Da hat sich dies überhaupt nichts geändert. Was sich natürlich geändert hat, sind die Produktionsverfahren über die letzten Jahre hinweg. Das heißt, die Panels werden sehr viel effizienter, sehr viel fehlerfreier produziert. Aber die eigentlichen Specs des Panels selber haben sich nicht verändert. Weil du es gerade angesprochen hast, wir haben, wie gehabt, bei allen OLED-Fernsehern, bei allen Nanocells, haben wir Dolby Vision-Unterstützung. Dieses Jahr Dolby Vision IQ. Also, dass der Dolby Vision-Algorithmus quasi den Umgebungslichtsensor des Geräts nutzt, um halt die Tonemapping-Kurve anzupassen und sozusagen bei einer hellen Umgebungslicht die dunklen Bildanteile entsprechend so anzupassen, dass ich halt immer noch Kontrast erkennen kann und nicht alles absäuft. Dolby Atmos Unterstützung haben wir weiterhin bei allen Geräten mit Alpha-Prozessor dabei. Und das hat sich soweit auch nicht weiter geändert. Bei dem Rollable, den du angesprochen hast, ich hätte es wirklich sehr toll gefunden, wenn wir den letztes Jahr, wie angedeutet zur CES, auch real auf den Markt gebracht hätten. Ich finde es aber auch im Endeffekt nicht verkehrt, dass das Gerät so weit weiterentwickelt wurde, dass man wirklich sagen kann, okay, Kinderkrankheiten sind wirklich alle behoben, weil, ich meine, ihr habt die UVP-Preisliste gesehen, das ist jetzt nicht zwingend ein Schnäppchen, das Gerät. Aber der soll dieses Jahr zu 100% auf den deutschen Markt kommen. Wir haben jetzt das Glück, hier ein Sample zeigen zu können, weil so im Vorfeld existierten nicht so viele davon. Aber zweite Jahreshälfte wird es den real geben. Dann natürlich zum Schnäppchenpreis von 60.000 Euro. Ich wollte gerade sagen, da ja unsere Zuschauer alle sitzen, können wir den Preis ja ruhig sagen. Also es sind 59.990 Euro inklusive deutscher Mehrwertsteuer. Stand, was haben wir? Wir haben März 2020. So sieht's aus. Und was war da nochmal für eine Größe? 65 Zoll, ne? 65 Zoll. 4K-Auflösung, 65 Zoll. Also es ist keine 8K-Geräte, es ist auch momentan keine größere Größe oder kleinere Größe geplant. Man muss halt ganz realistisch sagen, das ist eine, so wie es steht, ist eine technische Innovation, die momentan niemand sonst machen kann. Und das will ich jetzt überhaupt nicht großkotzig klingen. Es ist kein Bedarf, den super billig anzubieten. Weil auch realistisch betrachtet, das Gerät ist so komplex, den werden wir nicht in tausenden Stückzahlen über die Theke schieben. Insofern, diese Technik wird billiger werden im Laufe der Zeit, wie jede andere TV-Technologie auch. Aber wo wir dann nächstes, übernächstes Jahr landen, ob es dann solche Innovationen gibt, wie dies hier auf der CES schon zu sehen, wo wir auch, wie gehabt, den Rollable gezeigt haben, aber auch einen technologischen Counterpart, der noch nicht als Produkt geplant ist, der halt von der Decke runterfährt, wo ich die Box an der Decke habe und das Gerät mit der Schwerkraft nach unten aus und gegen die Schwerkraft einfährt, haben wir gezeigt. Das ist sicherlich alles denkbar, andere Größen sind denkbar, andere Auflösungen sind denkbar. Das ist vom Prinzip wirklich nur der erste Schritt, das ist ein Türöffner. Wir werden mal sehen, wo das alles hinführt. Ja, und da wir ja für das Geld auf dem Konto nichts bekommen, ist diese Investition vielleicht eine schöne, die man sofort von der ersten Sekunde auch als solche erleben kann. Ich glaube, wir haben das Wichtigste gesagt von dem, was hier gezeigt worden ist. Es ist eigentlich alles da. Es geht jetzt los im April, Mai. Ich hoffe, Corona wird uns nicht ärgern, dass Leute eigentlich alles soweit funktionieren. Aber das wissen wir im Moment noch nicht. Da müssen wir mal schauen. Das ist ein ganz spannendes Thema hier auf der Messe. Ich kann vielleicht noch Folgendes ergänzen sagen. Es gibt hier auch einen Projektor natürlich, den Kurzdistanz. Da habe ich auch ein paar Bilder mal eben eingefügt. Der ist ja schon länger bei uns, ist aber leider wegen Corona gerade momentan etwas schwierig in der Verfügbarkeit, weil es fehlt ja nur ein Bauteil, reicht ja schon aus, um eventuell mal so eine Lieferkette ins Stocken zu bekommen. Also wir hoffen, dass wir den ab Mai wieder im Laden haben. Also im Laden ist er sowieso, aber im Lager wäre noch viel schöner. Und alles Weitere, da würden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten. So, das sollte es aber auch, glaube ich, an für gewesen sein. Ich würde sagen, weiterhin viel Spaß. Danke sehr für das sehr offene Interview, würde ich mal sagen, mit allen ganzen Themen, die man hier so zu dem Thema Fernsehen entsprechend so ansprechen kann. Doch, einen habe ich noch. Es gibt hier am Eingang noch eine riesige LED-Wand. Wir haben ja über Micro-LED und all diese Themen schon gesprochen. Auch LG ist im Bereich LED aktiv, zeigt hier was ganz, ganz Tolles. Ist noch nicht so direkt verfügbar für zu Hause, aber man ist auch da an diesen Themen dran. Und was es natürlich gibt, mein absoluter Lieblingsfernseher eigentlich neben dem Rollbaren, ist dieser durchsichtige. Der durchsichtige wird ja auch gezeigt hier, auch wenn da nur momentan Blumensträuße zu sehen sind. Aber es gibt eine Menge Möglichkeiten, die man hätte. Für alle die wissen wollen, gibt es das Ding auch zu kaufen? Ja, gibt es, aber man muss da schon ein paar Mal 50 zur Seite legen. Ich habe da eine Summe vorhin gehört, nur so als Pi mal Daumen, weißt du das ungefähr? Ich weiß es gar nicht. Also um die 15.000 Euro, 18.000 Euro habe ich mal sagen lassen, weil das entsprach so den Transparenten. Ja, der Micro brauchen wir mal, machen wir mal eine sechsstellige Nummer wahrscheinlich dahin bei dem großen LED-Wändchen da. Ne? Aber es heizt übrigens nebenbei ganz gut, habe ich gemerkt. Immer wenn du dran vorbeigehst, merkst du schon so, wenn du zu lange da stehen bleibst, glaube ich, hast du nachher ein bisschen mehr Farbe auf der einen Seite. Also eine super Geschichte. Ich sage vielen Dank, wünsche euch weiter viel Erfolg. Wir bleiben in Kontakt. Hat mir Spaß gemacht. Danke. So, ich hoffe, es hat euch auch gefallen und würde sagen, abonniert unseren Kanal.
Kanal und vielleicht diese Klingel da oben, ne? Dann zeigt ihr euch an, wenn wieder ein neues Video kommt. Bis zum nächsten Mal wieder bei GrobiTV. Bis dann, tschüss.